Unsere Vierbeiner sind ganz und gar von uns abhängig, weshalb es auch so wichtig ist, dass wir eine gute Beziehung zu ihnen pflegen. Es gibt aber leider einige Fehler, die wir unbewusst in der Hundeerziehung machen und die die Beziehung zerstören kann. Welche das sind und wie du sie vermeiden kannst, erfährst du im folgenden Video. Erstens, keine Rituale im Alltag. Hunde sind, mehr noch als Menschen, Gewohnheitstiere. Sie brauchen einen klaren und vorhersehbaren Tagesablauf, damit es ihnen gut geht. Wenn du diesen andauernd spontan änderst und den Hund nicht richtig darauf vorbereitest, wird deine Fellnase früher oder später Verhaltensprobleme entwickeln. Das beginnt damit, den Hund einfach ohne Vorbereitung alleine zu lassen oder ihn mit ständigen Ausflügen zu überlasten. Hunde brauchen viel Ruhe und Schlaf, deswegen führt ein chaotischer, sich immer wieder ändernder Tagesablauf zu nervösem Verhalten. Zweitens, die Impulskontrolle nicht fördern. Hunde verfügen grundsätzlich über wenig Impulskontrolle, also mangelnde Selbstbeherrschung. Unsere Schnüffelschnuten müssen erst lernen, sich zurückzunehmen und nicht immer spontan ihren Impulsen zu folgen. Bau deshalb von Beginn an kleine Übungen zur Förderung der Impulskontrolle in den Alltag ein. Das kann sein, dass der Hund mit dem Fressen warten muss, bis du ihm das Okay gibst, oder auch, dass er beim Verlassen der Wohnung nicht einfach an dir vorbeistürmt. Mangelnde Impulskontrolle kann dazu führen, dass du irgendwann genervt vom Verhalten deines Hundes bist. Deswegen ist es so wichtig, sie von Beginn an zu stärken. Am besten unterstützt du schon beim Welpen die Impulskontrolle, indem du ihm klare Regeln vorgibst und dich konsequent daran hältst. Drittens, dauernd mit dem Hund sprechen. Manche Menschen neigen dazu, ihren Hund ständig zuzutexten. Vor allem wird der Name des Hundes andauernd genannt und das kann dazu führen, dass der Hund abstumpft und nicht mehr darauf reagiert, wenn er angesprochen wird. Vermeide es also, deinen Hund ständig anzusprechen und reduziere das nur auf wichtige Dinge, also wenn du wirklich etwas von deinem Vierbeiner willst. Das ist besonders wichtig beim Aufbau des Rückrufs, da ein Hund jederzeit abrufbar sein sollte. Verwendest du den Rückruf inflationär, kann das zu wirklich gefährlichen Situationen für deinen Hund führen, weil er irgendwann einfach nicht mehr auf dich reagiert. Viertens, mit Lob sparen. Damit ein Hund weiß, was er tun darf und was nicht, muss man Verhalten, welches erwünscht ist, bestätigen. Das macht man am besten, indem man das Verhalten sogleich belohnt. Wenn dein Hund also wieder einmal etwas richtig gut macht, lobe ihn und bestärke ihn mit einem Leckerchen. Das erhöht deutlich die Chance, dass er das gezeigte, richtige Verhalten immer wiederholt, wenn es nötig ist. Fünftens, die Körpersprache des Hundes nicht verstehen. Für das Zusammenleben mit einem Hund ist es essentiell, dessen Körpersprache zu verstehen. Menschen, die sich vorab nicht damit befassen, fehlinterpretieren daher häufig das Verhalten des Vierbeiners. Zum Beispiel sind sie frustriert, weil sie ihren Hund rufen und dieser kommt nur zögerlich zu ihnen zurück. Oft schimpfen sie dann mit dem Hund, obwohl dieser eigentlich nur einen Konflikt entschärfen wollte und folglich ein Beschwichtigungssignal gezeigt hat. Ein weiteres Problem könnte entstehen, wenn der Hund klar zeigt, dass er keinen Kontakt zu Artgenossen möchte, seine Individualdistanz aber ständig unterschritten wird. Aggressives Verhalten an der Leine und ein gestresster Hund sind oft die Folge. Die Körpersprache des Hundes lesen zu können und darauf angemessen zu reagieren, stärkt auch die Mensch-Hund-Bindung ungemein. Bist du dir jetzt sicher, dass du diese Fehler in der Hundeerziehung nie machen wirst und möchtest dir unbedingt einen Hund kaufen? Dann klick auf das linke Bild und erfahre in unserem Video, wie viel ein Hund tatsächlich kostet. Du möchtest mehr über die Fehler erfahren, die man vermeiden sollte, wenn man einen Hund in seinem Leben hat? Dann klick auf das rechte Bild und wir erklären dir in unserem Video mehr über die Top 5 Fehler beim Gassigehen.